Hallo, willkommen bei ein neues Interview hier auf meinem Kanal. Du kannst dich gerne kurz mal für meine Zuschauer dich mal vorstellen. Ja, also ich bin der Johannes. Ich habe einen YouTube-Kanal mit drei Freunden von mir, mit Annemarie, Marc und Fabian. Das sind so meine besten Freunde. Wir machen das Thema Gaming größtenteils. Aber es sollen auch demnächst hier, wie man auf meinem Kanal später sehen wird, auch ein Podcast folgen. Ja, ich habe eine Lernbehinderung. Die habe ich schon seit ich, ja, so mein ganzes Leben, würde ich sagen. Zum Beispiel ist es im Bereich Mathe, dass ich das nicht so gut kann. Ja. Ja, genau. Die erste Frage ist immer, außer deiner Lernschwäche, wie nennt man deine Behinderung denn? Die nennt man, wie nennt man eigentlich nochmal, wenn man da Mathe nicht so gut kann? Ich wusste das schon mal, ich habe es aber vergessen. Ich sag mal einfach mal eine Lernschwäche mit einer Mathe-Schwäche, sag ich mal. Ja. Wie Ganze wirkt er dich aus? Warst du auf eine Förderschule wegen deiner Lernbehinderung? Also ich war auf einer Förderschule bzw. eine Schule für geistige Entwicklung. Und das äußert sich bei mir in Mathe. Also Lesen, Schreiben geht alles wunderbar bei mir. Nur halt in Mathematik habe ich so meine Schwierigkeiten. Vor allem, wenn das große Malaufgaben sind. Wie war denn für dich die Förderschule? Konntest du da einen Schulabschluss machen über die Förderschule oder wie genau war das bei dir? Nein, Schulabschluss konnte ich da leider nicht machen. Den Schulabschluss habe ich dann bei Reoland oder wie das Unternehmen heißt. Das ist so eine, ja, so eine Bildungswerk ist das, wo du ja eine Ausbildung machen kannst und habe dann auch gleichzeitig mit der Ausbildung meinen Hauptschulabschluss gemacht. Oder früher, wo du, sag ich mal, noch sehr, sehr jung warst, wie kamst du da denn mit deinen Lernbehinderungen klar? Gingst du sofort auf eine Lernbehindertenschule oder warst du davor auf eine normale Schule erst? Also ich war erst auf der Grundschule, danach bin ich auf einer normalen Förderschule gewesen und da hatte ich dann ja, schlechte Noten, sag ich mal. Dann wurde ich getestet und kam dann halt auf diese ja, Behindertenschule, sag ich mal so. Und wie war das Gefühl für dich, wo du getestet worden bist? Beispiel, du bist zu dumm, du musst auf die Behindertenschule wechseln. Wie war dein Gefühl denn damals? Oder wie alt Ja, warst du mein Ge damals? ich war, wie alt war ich, glaube ich, war 13 oder 14. Das Gefühl war halt schlecht, ne? Ich habe mich scheiße gefühlt. Weil ja, ist halt so, weil ich habe gedacht, die Zukunft ist jetzt versaut. So nach dem Motto, ich habe komplett verkackt, so habe ich dann gefühlt, kann man so sagen. Aber ist ja Gott sei Dank nicht so. Ja, auf jeden Fall gut. Die Frage ist dann nur, wieso bist du dann erst so später vor eine Förderschule gelandet und nicht schon wesentlich früher? Puh, das ist eine komische Frage. Ja, meine Noten wurden schlechter im siebten oder ja, im siebten Lehrjahr wurden meine Noten schlechter. Also ich konnte die ersten Klassen konnte ich, wie gesagt, konnte ich noch relativ gut, da waren noch meine Noten besser. Nur ab der siebten Klasse wurde es halt immer etwas schwieriger und da konnte ich dann nicht mehr richtig mithalten. Okay, gab es denn damals nicht andere Möglichkeiten, um zu gucken, wie man deine Note jetzt verbessern kann, dass du auf dieser Schule bleiben kannst oder wie genau? Ich hätte noch mal das Schuljahr wiederholen können, bloß damals war das ja so, dass meine Eltern ja noch meine, sagen wir mal, Vormundschaft hatten. Ich war ja noch nicht volljährig und die haben dann gesagt, dass dann eben auf diese Schule das halt eben besser wäre für mich, weil ich da besser mitkommen könnte, etc. Nur, also ich denke mal aus meiner persönlichen Basis her, bloß weil man, sage ich mal, eine Lernbehinderung hat, Beispiel bei dir in Mathematik, ist das schon sehr eine harte Entscheidung, dass du sofort in eine Förderschule gehst. Man muss überlegen, man kann da ja keinen Schulabschluss machen, wie in deinem Fall, außer wenn man später woanders hingeht. Ja, genau, das hat mit der Ausbildung und Co. hat das ja natürlich, war dann halt immer alles etwas später bei mir. Ist ja logisch, ich war bis zum 18. Lebensjahr da dort. Danach war ich dann noch 3 Jahre auf der Berufsschule, wo ich das dann auch erstmal wieder nicht geschafft habe auf der normalen Berufsschule. Dann habe ich mich dann damals beim Arbeitsamt gemeldet, da hatte ich dann so einen Eignungstest gemacht und bin dann halt eben zu diesem Bildungswerk hingekommen, um dann halt dort die Ausbildung zu machen, wo ich dann auch gleich den Hauptschulabschluss erworben habe. Wie sah so ein Bildungswerk denn genau aus? War das sowas wie eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder wie?
Nee, das sah aus wie eine ganz normale Ausbildung. Wir sind da auch, wir hatten Kolonnen gehabt. Also ich habe ja Galabauwerke habe ich gelernt. Genau, so bezeichnet man meine Ausbildung. Und das ist so eine etwas kleinere Form von einem ganz normalen Galabauer. Also ich hatte auch ganz normal einmal die Schule, ach, einmal die Woche Berufsschule. Und die restliche Zeit war ich halt dort. Und ich finde, die haben einen auch relativ gut gefördert, auch mit allen. Also auch mit alles, was dazugehörte, auch Mathematik, Deutsch, das hatten wir alles. Wir hatten auch so gesagt so einen Förderunterricht da drin gehabt, wo die uns speziell darauf trainiert haben und auch für unsere Klausuren, die dann auch in der Berufsschule ankamen, die ich dann ja einmal die Woche besucht habe, hatten wir auch Klausuren geschrieben, also Arbeiten. Da haben die eben auch, wie gesagt, uns darauf hin trainiert, dass die Noten dann gut aussehen und haben uns auch auf die gewissen Prüfungen vorbereitet, sowie Zwischenprüfungen, das hatten wir auch gehabt und auch zuletzt natürlich die Abschlussprüfung, die ich natürlich dann auch bestanden habe. Erstmal natürlich nicht. Die erste Prüfung hatte ich versaut, aber dann, wo ich die Prüfung wiederholt habe, jetzt im Februar, habe ich die dann bestanden. Okay, da hört sich ja sehr gut an bei dir. Nochmal kurz deine Förderschule sprechen. Waren da andere Menschen mit anderen Behinderungen dort? Ja, es waren auch Menschen mit geistiger Behinderung dort, auch körperliche Behinderung. Also ich habe auch Leute gesehen im Rollstuhl oder auch Menschen mit Rollatoren und auch Leute, die selber nicht klarkommen konnten, ne, die dort halt alle speziell gefördert worden sind. Und ja, sowas war das halt in der Richtung. Es gab bestimmt Menschen mit Behinderung dort auf die Schule, die schon eine sehr, sehr schwere Behinderung habe, wie diverse geistige Behinderung zum Beispiel. Wie war denn, wo du 14, 13 Jahre alt warst, denn dein Eindruck, dass hier noch ganz andere Menschen sind, mit einer ganz anderen Behinderung, noch ganz andere Handicap. Wie war dein Gefühl dann denn dort, wo du denn dort warst? Ja, mein Gefühl war einfach, ja, ich habe mich ja selber nie so wirklich akzeptiert, dass ich dahin musste. Ne? Mein Gefühl war halt auch nicht so sonderlich schön, sagen wir es mal so. Jetzt nichts, ich habe ja jetzt nichts gegen diese Menschen. Ne? Es sind ja alles Menschen, die sind ja auch alle in Ordnung gewesen. Nur, ja, da hat man sich halt so gefühlt, da gehörst du einfach nicht rein, habe ich so gedacht, weißt du. Und das war halt immer so ein, ja, so ein etwas, ich sag mal, schlechteres Gefühl. Vor allem auch bei Verwandten und so weiter, wo man dann sagen musste, ja, ich bin jetzt auf dieser Schule und auch später natürlich, ne, auch in der Ausbildung wurde ich ja natürlich dann auch gefragt, welche Schule warst du denn früher und alle solche Dinge halt, ne. Vor allem, es waren auch immer viele Vorurteile da. Also einer hat gesagt, tust du denn auch Fensterscheiben ablecken, so wie die da in der Schule da und so weiter. Das habe ich denjenigen nicht übel genommen. Ich sage auch keine Namen, weil wegen Datenschutz und so. Klar. Aber ich habe ihnen dann nochmal erklärt, dass da auch ganz normale Leute drauf sind und so weiter, weißt du? Das war Klar, bei halt. Thema Behinderung gibt es aber diverse Vorteile, sehr, sehr viele Unterschiede bei diverse Behinderung halt, wie das Ganze dann ist. Und klar, hat man dann gewisse, sag ich mal, Vorteile, wenn man so in die Schule geht. Bloß halt eben, wie kamst du, oder danach kamst du ja auf dein Bildungswerk, wo du deine Ausbildung und Schulabschluss machen konntest. Wie sieht denn dann dein jetziges Leben jetzt aus? Ja, eigentlich sehr gut. Ich bin jetzt in der Baumschule am Arbeiten, verdiene da so um die 1300 Euro. Ja, über Geld spricht man eigentlich nicht, aber Ja. ja, aber es sieht eigentlich wohl relativ gut aus. Wohnhaft bin ich immer noch bei meinen Eltern, weil ich bis jetzt noch keine eigene Wohnung haben möchte, weil da muss man ja auch alles selber zahlen und so weiter. Deswegen habe ich gedacht, bleibst du noch bei deinen Eltern. Und ja, die sind auch froh, dass das so gelaufen ist letztendlich. Ne? Das ist ja halt so. Klar, Ne? natürlich. Auf jeden Fall gut, dass es bei dir doch dann schon so gut gelaufen ist. Weil viele, die auf so einer Schule dann sind, kommen ja danach in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und da hängt man dann erstmal über viele Jahre fest. Oder man bleibt da sogar komplett, bis man da irgendwann mal rauskommt. Am Abschluss müsste gerne das Interview hier gerne beende. Auf jeden Fall danke, dass du Ja. dabei gewesen bist. Kannst dich gerne noch Ja. verabschieden. Ja, auf jeden Fall, Leute, schau, ne? Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch auf meinen Kanal drauf zugreifen. Ich denke mal, dass Lukas den auch hier unten verlinken wird. Und ich werde seinen Kanal auch bei mir verlinken.
Und ja, da mache ich mich jetzt gleich an, das Video zu rendern. Und ja, bis dann. Habt noch ein schönes Wochenende und ja, erholt euch schön. Klar, sein Kanal ist hier unten für euch mal verlinkt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Lasst da tolle Kommentare da und dann sage ich mal, bis dann, Leute, und haut rein. Ciao.